sehr geehrter lieber Herr Landrat Wiedemann, Bürgermeister Brunner und Pfarrer Frieda Jenes, stellvertretend für die gastgebende Kirchengemeinde hier. Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Kirchenschiff und alle, die uns per Livestream verfolgen, gedanklich. Attraktiver Kern dieses Abends ist das Referat von Professor Dr. Günther Dippold zum Thema Finanzierung der Markgrafenkirchen. Doch Sie haben es schon gehört, wir genießen zudem Musik aus der Markgrafenzeit für Flöte und Orgel von Johann Baptist Wendling, vorgetragen von Dr. Andreas Högel und unserem Dekanatskantor Michael Lippert. Es ist mir eine große Freude, dass dieser Abend heute in Präsenz stattfinden kann. Wir haben das auf Hoffnung hin geplant. Gegenwärtig vom 24. bis 26. Juni findet das große Symposion wissenschaftlicher Art mit dem Titel Die Markgrafenkirchen Kulmbach-Bayreuth im europäischen Kontext statt, interdisziplinäre Perspektiven und Fragestellungen. 25 Referenten und Referentinnen haben da ihre Vorträge ausgearbeitet. Einige sitzen hier in unserer Mitte. Alle mussten sich auf ein digitales Format einlassen. Alle Teilnehmenden und Referierenden sitzen vor ihren Computern. Das hat Vorteile, aber auch kräftige Nachteile. Nichts kann Bildung in Präsenz ersetzen. Denn auch Bildung lebt von direkter Begegnung und der Atmosphäre im Raum. Das gilt insbesondere für den heutigen Abend. Wie sprechend. Beim Vortrag über die Finanzierung der Markgrafenkirchen sind wir umgeben von einer kostbaren Markgrafenkirche. Die Ordenskirche St. Georgen ist als Zentralbau mit Fürstenloge und Wappenschildern eine wirkliche Besonderheit. Übrigens auch für mich aus ganz anderem Grund, denn im Kanzelkorb dieses typischen Kanzelaltars habe ich meine Antrittspredigt als Regionalbischöfin gehalten. Danke an die Kirchengemeinde, dass wir hier zu Gast sein dürfen beim heutigen Abend. Es fällt mir nicht schwer, den heutigen Referenten vorzustellen. Vielen bräuchte ich Dr. Günther Dippold gar nicht vorstellen. Die meisten kennen ihn und kommen wegen ihm. Er präsentiert jedes Thema historisch detailreich, zugleich mit Linie und Ziel, informationsreich und zugleich mit Systematik und Ertrag. Und nicht zu vergessen, voller Kurzweil. Dafür spricht schon, dass er seit 2010 ein Gewürfelter ist. Die Verleihung des Frankenwürfels ist anders, aber nicht weniger aussagekräftig als die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande für Verdienste um die Geschichtsforschung und Kulturpflege in Oberfranken und Bayern. Das war schon 2007. Professor Günther Dippold ist in Schnei geboren und als katholischer Christ in einem evangelischen Dekanatsbezirk aufgewachsen, der nicht eine einzige Markgrafenkirche aufzuweisen hat. 12 von 15 Dekanatsbezirken im Kirchenkreis Bayreuth können sich einer
mindestens eine Markgrafenkirche glücklich schätzen. Nicht aber der Dekanatsbezirk Coburg, der unterfränkische Rückheim und eben der Dekanatsbezirk Michelau. Trotzdem, Anfang an für mich fest, nicht nur, weil er diese Aufgabe eben inne hat, sondern weil ich ihn wirklich fachlich wie menschlich so sehr schätzen gelernt habe. Vielleicht kennen Sie das Buch Kleine Reformationsgeschichten. Wer es noch nicht hat, kann mich gerne ansprechen und vielleicht eine Spende an den Markgrafenkirchen vereinbaren. Günther Dippold und ich bilden jedenfalls die Hälfte des Herausgeberquartetts. Ich habe nicht nur viel darüber gelernt, wie die Reformation Einzug hielt, von Bamberg bis Lauenstein in den kleinen Kirchengemeinden, sondern habe auch die Zusammenarbeit genossen, weil ich erfahren habe, gemerkt habe, da ist ein Mann mit großem Wissen, der sich nicht in den Vordergrund spielen muss, der lange zuhören kann und dann mit klaren Worten spricht, der konstruktiv Wege aufzeigt mit Gespür für Thema und Leserschaft oder wie heute Abend Hörerschaft und der durchhält bei sinnvollen Zielen, immer das Ziel vor Augen. Lieber Günther, das war jetzt eine kleine Liebeserklärung. Dazu noch einige fehlende Facts. Studium der Geschichte und Volkskunde an den Universitäten Bamberg, Regensburg und Erlangen-Nürnberg. 1993 Dissertation zum Thema Konfessionalisierung am Obermain. 1992 bis 1994 Leiter des Deutschen Korbmuseums in Michelau. Seit 1994 Leiter des Sachgebiets Kultur- und Heimatpflege beim Bezirk Oberfranken und eben unser Bezirks- und Heimatpfleger. 1995 bis 2002 Lehraufträge an der Universität Bayreuth bzw. von 2000 bis 2004 an der Uni Bamberg. Dort erfolgte 2004 die Berufung zum Honorarprofessor für Volkskunde Europäische Ethnologie. Von den vielen Mitgliedschaften und Sonderfunktionen hebe ich hervor, dass Günther Dippold seit 1997 beim Colloquium Historicum Visbergense erster Vorsitzender ist und dort Mitherausgeber zahlreicher Veröffentlichungen. Doch er publiziert auch auf anderem Wege. So ist im vergangenen Jahr die kleine Geschichte Oberfrankens erschienen. Er ist nicht nur Mitglied im Beirat für die Sendung Grüß Gott Oberfranken, sondern man kann ihn auch regelmäßig bei TV Oberfranken sehen, wenn er sich bei der Sendung Ein Fall für Dippold weiße Handschuhe anzieht, die Augenbrauen hochzieht und Geschichte und Gegenwart unter die Lupe nimmt. Heute erleben wir ihn live. Jetzt gleich nach dem Presto der bereits begonnenen Sonate in E-Moll. Thank you.
Liebe Dorothea, herzlichen Dank für die liebenswürdige Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren hier in St. Georgen und irgendwo daheim. Es seien bisher verschiedene Kirchen, dann Pfarr- und Schulhäuser ohne unser Vorwissen errichtet worden. Deshalb forderte der Markgraf weiter wörtlich von allen und jeden der gleichen Gebäuden vor der Errichtung Nachricht zu haben und den Grundriss zu sehen, um sowohl der Regularität halber als sonst das Nötige verfügen zu können. Nicht Markgraf Friedrich, sondern sein als wenig kunstsinnig verschriener Vater, Georg Friedrich Karl, war es, der 1731 diese Bestimmung ans Konsistorium erließ. Ans Konsistorium, denn die kirchliche Oberbehörde war seit ihrer Schaffung 1594 für, Zitat, alle Sachen der Kirchen und Schulen zuständig, auch für einschlägige, wörtlich, Gebäude und Besserung. Nun, 1731 ordnete der Markgraf in Bausachen an ihn zu berichten und seine Genehmigung einzuholen. Dies gelte nicht nur, wieder wörtlich, wann ein Grundbau geführt, sondern auch, wann einige wichtige Reparatur vorgenommen wird. Das heißt, es konnte im Fürstentum Kulmbach-Bayreuth kein Kirchenbau legal entstehen, von dem der jeweilige Markgraf nicht wusste, dem er nicht zustimmte. Ob dies allein rechtfertigt, von Markgrafenkirchen zu sprechen, das bleibt auf lange Frist zu erörtern. Drei Fragen wollen wir heute Abend nachgehen. Wie liefen die Entscheidungswege von der Idee oder Notwendigkeit eines Neubaus bis zu seiner Weihe? Welchen Finanzaufwand forderte ein Neubau? Und wie setzten sich die Kosten zusammen? Und vor allem, wie wurden die Kosten gedeckt? Es gab zwei Hauptgründe für einen Kirchenneubau. Ein Brand hatte die alte Kirche zerstört oder schwer beschädigt. 1731 in Wunsiedel, 1738 in Lichtenberg, 1741 in Benck. Oder sie war schadhaft, zu eng oder zu unansehnlich. Im Januar 1739 nannten die Würzburger gleich eine Reihe von Gründen. Ihre Kirche sei, und jetzt immer wörtlich, wohl eine der allerschlechtesten Kirchen in euer hochfürstlichen Durchlauchtlanden. Sie sei wegen, wörtlich, ihres Altertums gar sehr baufällig und so eng, dass solche zur Einnehmung der hiesig zahlreichen Gemeine nicht zulänglich. Und der Dachreiter sei, widerwörtlich, in der gestaltig ruinosen Zustand, dass die unumgängliche Notwendigkeit erfordert, sowohl Kirch als Turm vom Grund abbrechen und neu auferbauen zu lassen. Am Beginn der aktenmäßigen Überlieferung steht in der Regel ein solches Schreiben, abgefasst von den örtlichen Würdenträgern, gerichtet an den Landesherrn. Ein gemeinsamer Brief des Pfarrers, des örtlichen Beamten, sofern es am Pfarrsitz eine markgräfliche Behörde gab, in Städten der Bürgermeister und des Stadtrats und allemal der Kirchenpfleger. In anderen Fällen lief der Antrag über den Superintendenten und das Konsistorium, das sich dann an den Markgrafen wandte. Gelegentlich lagen bereits, wie im Dekret von 1731 vorgesehen, Pläne für den Neubau vor, die der Markgraf ins Bauamt verfügte. Eine
für den Unterhalt der markgräflichen Residenzbauten und fürs öffentliche Bauwesen zugleich zuständige Stelle eingerichtet, wohl erst unter Markgraf Friedrich. Das Bauamt hatte die Notwendigkeit des Baus zu prüfen, seine Angemessenheit, namentlich den Materialbedarf, wenn Bauholz aus markgräflichen Forsten erbeten war. Und stets äußerten die Antragsteller Bitten, die sich auf die Finanzierung bezogen. Entweder der Markgraf entschied darüber direkt und wies die zuständige Zentralbehörde an, das heißt die Hofkammer, die oberste Finanzbehörde des Markgraftums und die Regierung. Oder er ließ sich zunächst berichten. Das Gutachten wurde dann im Geheimen Rat, oder wie später hieß, im Geheimen Ministerium, dem Landesherrn vorgetragen. Die Minister informierten über die fürstliche Entscheidung die nachgeordneten Behörden, eben die Hofkammer, die Regierung oder das Konsistorium. Diese setzten dann mit Hilfe der örtlich zuständigen Stellen den landesherrlichen Befehl um. Konkret heißt das, es wies beispielsweise die Hofkammer den Oberjägermeister oder die regional zuständige Oberforstmeisterei an, die festgesetzte Menge an Holz an die Kirchengemeinde abzugeben. Argumente für den Neubau, wenn er nicht infolge eines Brands augenfällig zwingend war, wurden geprüft. Dabei kamen die Fachleute durchaus zu Ergebnissen, die von der Sicht der Gemeinde abwichen. In Würzburg stellte die Gemeinde ihre Kirche von 1633 als ruinös dar und präsentierte schon die Pläne für einen Neubau. Markgraf Friedrich beorderte den Amtshauptmann von Kulmbach die Darstellung zu prüfen. Der entsandte Sachverständige, den Kulmbacher Stadtmaurermeister und den Stadtzimmermeister, nach Würzburg. Ihre Inaugenscheinnahme ergab das glatte Gegenteil. Zitiere: Es sei der geringste Mangel durchaus nicht anzutreffen und dergleichen dauerhafter Bau in hiesigen Gegenden nicht leicht befindlich. Nach Einschätzung der Fachleute könne die bestehende Kirche durch bescheidene bauliche Eingriffe für die wachsende Gemeinde ertüchtigt werden. Das werde dann um die 2000 Gulden kosten und nicht die von den Neubauplanern veranschlagten 4700. Der Fall zeigt überdeutlich, dass ein Neubau, wo er nicht unumgänglich war, am Hof keineswegs freudig begrüßt wurde. Im Gegenteil kann man die markgräfliche Haltung als, sagen wir, reserviert beschreiben. Das zeigte sich auch dort, wo gebaut wurde. In Benck verfügte Markgraf Friedrich 1741, das Bauamt solle die Planungen prüfen. Das Bauamt habe, und jetzt wörtlich, vornehmlich aber dahin zu sehen, dass nach ihrer hochfürstlichen Durchlaucht gnädigsten Intention der übermäßig hohe und in unnötig große Kosten laufende Kirchturm niedriger ausgeführt werde. Einen Willen des Landesherrn, in der Kirchenarchitektur Prachtentfaltung zu befördern, erkennt man in erhaltenen Bauakten nicht. Was kostete nun ein Kirchenbau? Für die Kirche, in der wir uns gerade befinden, die Ordenskirche, zwischen 1705 und 18 gebaut und ausgestattet, gab Erbprinz bzw. Markgraf Georg Wilhelm 19.126 Gulden aus. Aber schauen wir auf Pfarrkirchen, um die es gehen soll.
Die Dreifaltigkeitskirche in der Erlanger Altstadt, 1707 begonnen, 1726 fertiggestellt, forderte rund 12.000 Gulden. In Treppgast, wo die Arbeiten 1740 in Angriff genommen wurden, enthält die Kirchenrechnung von 1750 eine Übersicht über die Gesamtkosten in 11 Jahren, 8.993 Gulden. In Neudrossenfeld verzeichnet die erste Baurechnung von 1751-52 Ausgaben von 524 Gulden, gefolgt von 4.623 im zweiten und 4.690 im dritten Jahr. Und in der Folge bis 1761 fielen dann weitere 3.232 Gulden an. Das heißt, alles in allem belief sich der Bau über 13.000 Gulden. Erheblich höher sind die Baukosten in Bindlach zu beziffern. Von 1765 bis 70 gab man für Bau und Ausstattung 27.280 Gulden aus. Bis zur Weihe 1782 folgten weitere 7.011 Gulden. Freilich wird man hier eine gewisse Geldentwertung, besonders nach der Jahrhundertmitte, in Rechnung zu stellen haben. Die größten Posten entfielen auf die Bauhandwerker. Nicht überraschend. Der Maurer- und Steinhauerlohn in Treppgast machte 2.320 Gulden aus. Das war gut ein Viertel der Gesamtkosten. Der Steinbruchzins war mit 151 Gulden bescheiden, höher schon die Ausgaben für Kalk und Gips, 336 Gulden. Teurer noch war der Herantransport der Materialien, alles zusammen samt Schuttfahren, 538 Gulden. Der Zimmermann erhielt 736 Gulden, nochmal zur Größenordnung, das sind 8% der Gesamtkosten. Gebührenzahlungen an die Forstverwaltung, das Salär fürs Fällen und Bewegen der Bäume, die Ausgaben fürs Schneiden in der Sägenmühle, all das summierte sich auf knapp 300 Gulden. Für Eisen, Nägel und Blei gab man stattliche 451 Gulden aus. Weiter erscheinen folgende Handwerker in der Rechnung und ich bleibe bei der Reihenfolge der Quelle. Büttner 8 Gulden, Wagner 7, Schmied 113, Schreiner 122, Schlosser und Uhrmacher 164, Glaser 278, Seiler 69, Schieferdecker 467, dazu 240 Gulden für Schiefer und den Kupferschmied. Stuckator 480 Gulden, Drechsler 21, Orgelbauer 843 Gulden, samt 20 Gulden Fuhrlohn, Bildhauer und Maler 100 Gulden. Taglöhner erhielten insgesamt 881 Gulden und das zeigt schlaglichthaft, wie Einheimische, zumal die, die zur unterbäuerlichen Schicht zu rechnen sind, von einem solchen Großbau profitierten. Für Zehrung bei verschiedenen Gelegenheiten wurden 176 Gulden ausgegeben, hinzu kamen Gemeinkosten von 112 Gulden. Die Aufstellung zeigt, wo notfalls Einsparpotenzial bestanden hätte. Verwandte man die alte Orgel weiter oder beschaffte man sich ein gebrauchtes Instrument aus einer reicheren Kirche? Verzichtete man auf Stuck oder auf Deckenmalerei? Behielt man alte Altäre oder ließ man die neuen nicht fassen? Dann konnte man die Kosten schon erheblich reduzieren. Die Handwerkerverträge, die Akkorde, schlossen nicht die örtlich Verantwortlichen allein.
aus Bänken ist eine ganze Reihe von solchen Handwerkerverträgen im Original erhalten. Sie sind unterzeichnet vom Bayreuther Superintendenten, vom Bayreuther Hof- und Kastenamtmann, vom Pfarrer und von einem für die Baumaßnahme verantwortlichen Kirchenpfleger und natürlich vom Auftragnehmer. Die örtlichen Kräfte, denen die Zentralbehörden grundsätzlich misstrauten, handelten also nicht nach ihrem Willen. Die Obrigkeit hielt auf Kontrolle. Wenn ein Pfarrer etwas an seinem Pfarrhaus oder den zugehörigen landwirtschaftlichen Gebäuden ausbessern wollte, brauchte er für Baumaßnahmen, die mehr als einen Gulden kosteten, die Zustimmung seines Superintendenten. Bei über 5 Gulden musste das Konsistorium die Ausgabe genehmigen. So bestimmte es der Markgraf 1744. Bei Kirchen sah man es gewiss ebenso. Lediglich in größeren Städten vermochten es selbstbewusste Kommunalvertreter, den Kirchenbau zu ihrer Sache zu machen. In Wunsiedel entspann sich ein regelrechter Machtkampf zwischen dem Superintendenten auf der einen Seite und den Bürgermeistern auf der anderen. Die agierten hinter dem Rücken des Geistlichen und wandten sich in baulichen Fragen direkt an ihm und am Konsistorium vorbei an den Markgrafen. Die tagtägliche Bauaufsicht führte nicht der Pfarrer. Grundsätzlich sah man dies als Pflicht der Kirchenpfleger oder Gotteshausvorsteher, wie man auch sagte. 2 waren das in der Regel. Sie aber wechselten mancherorts alle 1 oder 2 Jahre. So bestellte man für den Bau in der Regel einen besonderen Pfleger und der erhielt für seine Mühe ein Salär. In Neudrossenfeld ist die entsprechende Vereinbarung mit dem Häfner Nikolaus Neuper erhalten. Er hatte nicht nur die Baurechnung zu führen, sondern täglich 3-mal auf der Baustelle zu erscheinen und dabei die Namen der anwesenden Handwerker zu verzeichnen. Für Neuper band die Aufgabe gewiss einen Großteil seiner Arbeitskraft. Er erhielt als Entgelt 10 Kreuzer am Tag, solange der Bau währte. Obendrein, zitiere, die Späne von dem Bauholz, welches zu diesem Bau nötig ist und beschlagen wird. Die Zahlung an Neuper zeigt die Größenordnung der Baukosten. 10 Kreuzer am Tag. Das bedeutete 60 Kreuzer, 1 Gulden in der Woche. In Treppgast bekam bei Restarbeiten 1750 ein Meister 20 Kreuzer am Tag, ein Geselle 18, ein Handlanger oder Taglöhner 10. Das heißt, ein vollbeschäftigter Meister brachte es bei 6 Arbeitstagen pro Woche auf 8-9 Gulden im Monat. Die Baukosten wären noch höher gewesen, hätten die Gemeindeglieder sich nicht durch unentgeltliche Fuhrleistungen am Bau beteiligt. Sie erhielten da lediglich eine Verpflegung, Brot und Bier. Die Bereitschaft zu helfen wurde bisweilen dadurch gesteigert, dass, wie 1750 in Diesbeck, der Markgraf einwilligte, ich zitiere, die Untertanen mit der herrschaftlichen Fron zu verschonen auf 4 Wochen und bis das Bauholz herbeigeführt worden. Wer bezahlte nun die sogenannten Markgrafenkirchen? Um es gleich vorweg zu sagen, am wenigsten der Markgraf. Selbst da, wo er die Baulast hätte tragen müssen, weigerte sich der Landesherr. Eine Pflicht, als Haupt seiner Landeskirche oder als Inhaber des Patronatsrechts, sah er offenbar ohne dies nicht. Ein Beispiel.
Seit dem 16. Jahrhundert bildete der Besitz des aufgehobenen Zisterzienserklosters Heilsbronn eine fürstliche Domäne. Die heilsbronnische Propstei Neuhof an der Zenn war dabei an Kulmbach-Bayreuth gefallen. Sie hatte im Mittelalter die Baulast der dortigen Thomaskirche getragen. 1756 zeigte diese Kirche erhebliche Bauschäden. Der Bauinspektor im Unterland, der Maurermeister Johann Löscher, sah die Notwendigkeit einer aufwendigen Reparatur oder eines Neubaus. Die Kirchenstiftung aber war, und jetzt wörtlich, so arm, dass aus ihren Mitteln nicht ein Dachziegel bestritten werden kann. So baten der Pfarrer und der Amtmann, das Kastenamt, das den einstigen Propsteibesitz verwaltete, solle, so wie der Baulast, die Kosten decken. Die Hofkammer verwies floskelhaft auf die vielen Lasten, die das Amt Neuhof schon zu tragen habe. Und der Markgraf, dem die Entscheidung oblag, zeigte sich nicht willens, die Reparatur zu finanzieren. Die Hauptlast des Bauens trug in aller Regel die Kirchenstiftung. Praktisch jede Pfarrkirche war seit dem Spätmittelalter durch eine Stiftung getragen, die für Bau und Bauunterhalt der Kirche, aber auch des Pfarr- und des Schulhauses und für Sachkosten des Gottesdienstes verantwortlich war. Sie erwirtschaftete Geld bisweilen aus zinspflichtigen Grundstücken. Sie verbuchte Spenden, aber vornehmlich vermehrte sie ihr Vermögen durch Finanzgeschäfte. Lange bevor es Genossenschaftsbanken gab, dienten auf dem Land Kirchenstiftungen sowie Spitalstiftungen, vornehmlich in der Stadt, als Kreditgeber. Sie reichten Darlehen aus an Menschen im Pfarrsprengel, aber auch darüber hinaus, und sie erhielten dafür einen Jahreszins von 5%. Bei guter Wirtschaftsführung, wenn die Gläubiger ihren Zins getreu erlegten und die Kredite zu gegebener Zeit tilgten, wobei jahrzehntelange Laufzeiten auch über Generationen nicht selten waren, wenn es also keine Irritationen auftraten, dann mehrte sich das Vermögen beständig. Die Neudrossenfelder Kirchenstiftung verfügte 1731 über ein ausgeliehenes Vermögen von 5600 Gulden. 18 Jahre später belief es sich auf fast 12.900 Gulden und damit so viel, wie der Kirchenbau einige Jahre später kostete. Trebgast hatte 1739, kurz vor Baubeginn, Kapital in Höhe von rund 6.800 Gulden als Darlehen ausgegeben. Immer wieder erhoben Obrigkeiten Kritik, dass Stiftungen Kredite zu leichtfertig gewährten, dass sie Gelder bewilligten, ohne dass der Gläubiger eine ordentliche Hypothek leistete. 1738 beklagte Markgraf Friedrich die, zitiere, zum merklichen Nachteil der Gotteshäuser gereichende Fahrlässigkeit der Kirchenpfleger. Er verfügte, dass, wenn ein Kapital aufgrund mangelhafter Absicherung verloren gehe, die bewilligenden Kirchenpfleger und deren Nachkommen in Regress genommen wurden. Klagen über nachlässige Verwaltung, über bestechliche oder allzu großzügige Pfleger sind Legion. Auch aus anderen Territorien verwiesen sei etwa fürs Bambergische auf die Dissertation von Marlene Besold-Backmuth. Und doch waren die Handwerker und Bauern, die als Kirchenpfleger wirkten, trotz vereinzelter Verluste durch Konkurse etc., keineswegs so schlechte Wirtschafter,
wie die Obrigkeiten Glauben machen wollten. Das durchaus nicht singuläre Beispiel Neudrossenfeld, knappe Verdopplung in 18 Jahren, belegt dies. Allerdings war das Kapital der Kirchenstiftung zunächst nur ein Buchvermögen. Denn wenn man bauen wollte oder musste, konnte man nicht ohne weiteres alle Kredite kündigen. Aus Würzburg heißt es 1739, zwar besitze die Kirchenstiftung ein beträchtliches Vermögen, doch es bestehe, jetzt wörtlich, lediglich auf dem Papier und sei unter Untertanen hier und da verliehen, von welchen man nicht das Mindeste bei damaligen geldklemmen Zeiten ohne ihren totalen Ruin habhaft werden könnte. Meint, die Darlehensnehmer entrichteten zwar ordentlich die Zinsen, aber ihren Kredit konnten sie nicht ohne weiteres zurückzahlen. Noch bedrohlicher für die Kirchenstiftungen wurde etwas anderes: der markgräfliche Geldhunger. Den Neudrossenfelder Pfarrer erreichte im Februar 1752 ein Brief aus Bayreuth, geschrieben im Auftrag des Baudirektors Theodor Camille Marquis de Montpernier, der den Bau des neuen Schlosses der Ermitage zu organisieren und dafür die Finanzmittel zu beschaffen hatte. Montpernier forderte eine Übersicht über das Kirchenvermögen und er machte kein Hehl daraus, worum es ging. Zitiere, bei vorseienden, notwendigen Bauwerk in Bayreuth auf eine Zeit lang Gotteshausgelder vorzuleihen. Ein Kredit der Neudrossenfelder Kirchenstiftung sollte den Weiterbau ermöglichen. 6 Wochen später erreichte dem Pfarrer ein Brief aus dem Geheimen Ministerium, eigenhändig unterzeichnet vom Markgrafen, der die eigentliche Absicht, den Schlossbau in der Ermitage, verschwieg und landesherrliche Fürsorge für das Kirchenvermögen vorgab. Er, Friedrich, habe beschlossen, ich zitiere, die zerstreuten und zum Teil unsicher angelegte Kapitalia des Gotteshaus Drossenfeld zusammenzuziehen und ein Quantum von 6.000 Gulden auf 6 Jahre bei dero Kammer anlegen zu lassen. Zitat Ende. Die Gemeindeglieder, die der Pfarrer als Bittsteller zum Markgrafen schickte, bewirkten nichts. Er berichtete dem Kulmbacher Superintendenten Johann Christoph Silchmüller, zitiere, was für Seufzen und Wehklagen würde hierum unter den meist armen Leuten und frohen Bauern, die ihre Pfennige hergegeben und bei denen die wenigen Kapitalia meist stehen, entstehen, wenn die Kapitalien dahin ausgepresset und der so notwendige Kirchhof und Kirchbau wieder beiseite gesetzt werden sollten. Der Adressat Silchmüller war machtlos. Von ihm erfuhr der Pfarrer nur, dass er in der Diözese Kulmbach Leidensgenossen hatte. Zitiere. Es ist leider an dem, dass die Gotteshäuser Nemmersdorf, Berneck, Seidelsdorf und Kasendorf eben das Schicksal haben wie das ihrige. Der Markgraf hatte entschieden, es blieb dabei. Roma locuta causa finita. Zig Untertanen mussten ihren Kredit tilgen, um das Neudrossenfelder Darlehen an die Hofkammer zu ermöglichen. Immerhin, die Hofkammer zahlte den Zins, aber die Tilgung ließ auf sich warten, von wegen 6 Jahre. Es kamen zwar ab 1755 vereinzelt Rückzahlungen aus Bayreuth, aber nicht regelmäßig. Nach 20 Jahren, 1772, war noch fast ein Drittel des Betrags offen.
Dabei hätte die Pfarrei das Geld jetzt gebraucht, um ein neues Pfarrhaus zu bauen. Mehrere Mahnungen aus Neudrossenfeld bewegten die Hofkammer nicht, wenigstens einige hundert Gulden zu erlegen. Auch andernorts erwies sich die Kammer als hartleibig, wenn es um die Rückzahlung ging. In Uttenreuth hatte die Kirchenstiftung 2500 Gulden ans Markgraftum ausgeliehen. 1762, als ein Neubau der Kirche unvermeidlich war, verfügte das geheime Ministerium, ich zitiere, dem Gotteshaus Uttenreuth, das dortmals hergeliehene Kapital heimzuzahlen. Nicht einmal die Anweisung der obersten Stelle half. Nach 3 Jahren wiederholte das Ministerium seinen Befehl, dem die Kammer offenbar einfach nicht Folge geleistet hatte. In Dottenheim, ebenfalls im bayerischen Unterland, beklagte sich 1763 der Pfarrer gemeinsam mit dem zuständigen Beamten und seinem Superintendenten, das gesamte Kirchenvermögen, ganze 400 Gulden, sei an die markgräfliche Münzbanko gegeben, um jetzt die unumgänglichen Kirchenreparaturen durchzuführen, habe die Kirchenstiftung ihrerseits Kredite aufnehmen müssen. Kirchenstiftungen, auch das sei noch erwähnt, gaben nicht nur Privatleuten Kredite und unfreiwillig dem Fürsten, sie gewährten auch anderen Kirchenstiftungen, die weniger begütert waren, Kredite, die dann häufig zinsfrei gestellt waren. 1747 nahm die Gotteshausstiftung Mangersreuth 65 Gulden in Neudrossenfeld auf. Die Kirchen von Lindenhardt und von Münchberg waren 1739 Schuldner der Kirchenstiftung Treppgast. Und in Wunsiedel erwartete man 1738 sehnlich eine Zahlung der Kirchenstiftung Münchberg. Wenn der Markgraf eine Kirchenbaumaßnahme forderte, dann tat er dies in der Regel durch Bauholz, das er zur Verfügung stellte. Holz war ein wertvolles Gut, Rückgrat der frühneuzeitlichen Wirtschaft, unentbehrlich für Handwerke, als Baustoff, als Heizmaterial. Holzkohle brauchte man fürs Verhütten von Erz. Obendrein bildete Holz, außer Landes verkauft, ein wichtiges Handelsgut. Die Forsten im Markgraftum waren ganz überwiegend Staatswälder. Bei jedem Bau, von dem wir Näheres wissen, wurde der Markgraf um Holz angegangen. Waldzinsfrei, also kostenlos, solle es abgegeben werden. Gebühren für die Forstbeamten, der Lohn für Holzhauer, für die Fuhren, für das Schneiden von Brettern verursachten ohnehin schon gehörige Auslagen. Als die Würzberger 1739 ihre neue Kirche bauen wollten, baten sie, ich zitiere, dass das bedürfende Bauholz, aus denen Förstereien Himmelkron und Treppgast umso mehr waldzinsfrei abgegeben werde, als dieser Bau zur Ehre Gottes und Verherrlichung eurer hochfürstlichen Durchlaucht höchsten Namens gereichet. Überdies auch allen Kirchen in derer Land und Fürstentum dergleichen Gnade angediehen. In der Tat gewährte der Markgraf Bauholz bereitwillig. Bisweilen aber wurden die Wünsche überprüft. Nicht, dass eine Gemeinde zu viel erhielt und den Überschuss versilberte. Beim Kirchenbau in Diespeck 1750 wurde der Baumeister Joseph Saint-Pierre beauftragt, anhand der Pläne den, zitiere, allerdings enorm zu sein scheinenden Holzbedarf richtig einzuschätzen. Die nach seinem Gutachten angemessene Menge bewilligte der Markgraf allerdings. Auch 1770 sollte in Schwarzenbach am Wald ein Sachverständiger den realen Holzbedarf prüfen und bezeichnend die Bemerkung in einem Schreiben der Hofkammer von 1742, die Kirche zu Lichtenberg erhalte das gewünschte Holz, da ferne
kein Übermaß zu finden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wuchs die Sorge vor Holznot. Der Markgraf und seine Hofkammer zeigten immer größere Zurückhaltung. In Neuhof an der Zenn sah sich der Markgraf 1756 außerstande, die gesamte Holzmenge zu geben, die herrschaftlichen Wälder seien zu beansprucht. Was man mehr brauche, das solle man, ich zitiere, aus denen Gemeind- und Privathölzern, deren Eingepfarrten bittweise erholen. Als 1766 der Bau der Uttenreuther Kirche anstand, erkannte die zur Begutachtung aufgeforderte Hofkammer an, das Gotteshaus sei, wörtlich, in armseligen Umständen und wäre demselben eine Gnade gar wohl zu gönnen. Aber der Waldungszustand gestatte nicht, widerwörtlich, eine so beträchtliche Quantität Holz herauszuschlagen, indem die Waldungen sehr devastierend wären. Die Finanzbehörde schlug vor, der Kirchenstiftung lieber Geld zu geben. 88 Gulden, ein Drittel des anfallenden Waldzinses. Der Markgraf stimmte zu. Nur ausnahmsweise förderte der Markgraf den Bau mit mehr als mit Stämmen. Die Lichtenberger erhielten zusätzlich Rüststangen, also Holz für die Gerüste, und Brennholz fürs Kalkbrennen in einem markgräflichen Kalkofen. Die Hofkammer betonte, die sei, zitiere, etwas Neues und Ungewöhnliches und daher eigentlich abzulehnen. Aber die Armut der Kirchenstiftung und Kirchengemeinde würden die Zuwendung rechtfertigen. Der Markgraf sah es ebenso. Gut, Holz war ein gewichtiger Beitrag. Und doch für so manche Gemeinde ein Tropfen auf den heißen Stein. Und nicht jede Kirchenstiftung verfügte, wie Neudrossenfeld oder Trippgast, über ansehnliches Vermögen. Manche war geradezu arm, sei es, weil ein Grundstock fehlte, den man durch Zinsen hätte mehren können, sei es, weil vorherige Ausgaben das Vermögen aufgezehrt hatten. In Benck brannte 1738 das Pfarrhaus ab. Und so mangelte es fast zwangsläufig an Geld, als 3 Jahre später Kirche und Schule in Schutt und Asche fielen. Die Gemeinde bat daher den Markgrafen um eine Kollekte. Denselben Wunsch äußerte im folgenden Jahr sogar das besser gestellte Würzburg und viele, viele andere Gemeinden folgten. Eine Kollekte erforderte die Genehmigung der Regierung. 1733 hatte Markgraf Georg Friedrich Karl bestimmt, zitiere, dass niemanden ohne Spezialverwilligung unserer Regierung zugelassen werden soll, vorab gebrannte Kirchen oder sonst in Schaden kommende Leute ein Almosen in unserem Lande zu kollegieren. Das betraf Einheimische, mehr noch Fremde, die man sowieso weniger gern im Land sah. In etlichen Fällen wurde bayreuthischen Gemeinden eine Sammlung von Haus zu Haus gestattet, manchen nur im Oberland, anderen im gesamten Fürstentum Kulmbach-Bayreuth. Die Sammler gingen vornehmlich Privatleute an, aber auch Kirchenrechnungen verbuchen hier und da einige Kreuzer. In Trebgast verrechneten die Kirchenpfleger 1751 Spenden, ich zitiere, zur Erbauung 4 Kirchen und 2 Schulen, wohl in anderen Fürstentümern, sowie ein paar Kreuzer für die Kirchenbauten in Kottenau und Lichtenberg. Die Sammeltätigkeit ergriff in manchen Fällen über die Landesgrenzen hinaus. Die bedürftige Kirchengemeinde appellierte so an die Solidarität evangelischer Christen in anderen, womöglich besser gestellten Regionen des Reichs. Für Benck ist das Vorgehen gut dokumentiert.
Am 10. September 1751, 9 Wochen nach einem Brand, einen Monat nach der erlangten Erlaubnis, ging der Schulmeister, der ja unmittelbar vom Brand betroffen war, auf Sammeltour. Er übernahm die Hauskollekte im Markgraftum. Ins Ausland entsandte die Gemeinde den Erlanger Strumpfwirker Johann Reinhardt. Wie der Kontakt aus Benk mit ihm zustande gekommen war, das wissen wir nicht. Reinhardt machte sich schon während der Bauzeit auf nach Bremen und Lübeck, durchstreifte auch Mitteldeutschland. In Quedlinburg sah er sich wegen eines, zitiere, unglücklichen Hundsbisses, der erhebliche Arztkosten verursachte, zu einer langen Pause gezwungen. Auch saß er einem Betrug mit Wechseln auf. Der Ertrag zweier Sommer ging verloren. 1748 ist die Rede davon, Reinhardt habe, ich zitiere, viele weit entfernte Länder, Reiche und Provinzen durchwandert, auch dabei unterschiedliche Krankheiten und mancherlei Fatigen ausgestanden, sodass er darüber des Reisens und Kollegierens müde war. Bis nach Pommern war er gewandert. Auf vieles Zureden aber sei er jetzt im September 48 bereit, und jetzt widerwörtlich, dem hiesigen, notdürftigen Gotteshause zum Besten noch eine Reise in die Schweiz zu tun. Im Dezember 49 war Reinhardt zurück in Benk und machte sich, erneut überredet von der Gemeinde, wieder auf den Weg, nun nach Danzig, Kurland und Livland. Tatsächlich ist aus dem Oktober 1750 ein Schreiben leitender Beamter aus Mietau, der Hauptstadt des Herzogtums Kurland und Semgallen, erhalten, das ihm freie, auch ungehinderte Kollekte im ganzen Land gestattete. Von der Schweiz bis nach Pommern und Lettland trug Reinhardt also Spenden für Bau und Ausstattung der Benkerkirche zusammen. Das tat er selbstverständlich nicht kostenlos. Ein Drittel der Spendengelder ging an ihn. Also die heutigen Fundraiser mögen darüber nachdenken. Ein Drittel der Spendengelder ging an ihn. Seine Auslagen für Briefe und die Übersendung der erzielten Gelder trug die Kirchenstiftung. Für seine Reise in die Schweiz erhielt er eine Sonderzulage von 10% der Spenden, da dort, nichts Neues unter der Sonne, die Zehrungskosten viel höher steigen als in anderen Ländern. Für die Spendentour ins Baltikum wurde ihm sogar die Hälfte des gesammelten Geldes in Aussicht gestellt, zitiere, weil er über 100 Meilen von hier, also 750 Kilometer, das stimmt auch ziemlich genau, bis Danzig leer gehen muss, ohne die geringste Hoffnung, unterwegs das Geringste sammeln zu können, indem er die kursächsischen und brandenburgischen Lande schon auf seinen vorigen Reisen durchgearbeitet und mitgenommen. Reinhardt führte, wie in solchen Fällen üblich, ein Kollekturbuch, in dem er die einzelnen Gaben verzeichnete. Aus Dittenheim bei Gunzenhausen im Ansbachischen ist ein solcher Band mit über 1300 Einträgen erhalten. Benk war nicht allein. Aus Wunsiedel machten sich 1733 mehrere angesehene Bürger auf die Reise, um Geld für den Wiederaufbau von Kirche und Stadt zu beschaffen. Zwei Kupferstiche unterstrichen ihr Anliegen. Der eine zeigte Wunsiedel, zitiere, in ehemaligem Flor, der andere war als erbärmlicher Prospekt bezeichnet und präsentierte aus derselben Perspektive die niedergebrannte Stadt. Immer wieder ließen sich die Spendensammler diese Blätter nachschicken,
denn sie verfehlten ihre Wirkung nicht. Der Wunsiedler Bergamtskommissarius ging nach Regensburg, Augsburg, Ulm und Wien, ein Bürgermeister nach Norddeutschland und Dänemark, ein Kaufmann in die evangelischen Kantone der Schweiz und ein Kirchnermeister in fränkische und Schweizer Städte. Neben vielen kleinen Gebern finden wir vermögende Einzelspender, die beträchtliche Beiträge für den Bau und, wohl häufiger, für die Ausstattung leisteten. Ein Paradebeispiel ist im Fall Wunsiedels der weiträumig vernetzte Regensburger Kaufmann Johann Georg Bräuning, gebürtig aus Leesten in Thüringen. Sein Handelshaus hatte Filialen in Greiz und Wunsiedel. Er spendete 950 Gulden und erhielt als Dank einen hervorgehobenen Kirchenstuhl in der neuen Kirche. Obendrein verschaffte er 100 Gulden von den evangelischen Kaufleuten in Venedig, wo zeitweilig sein Sohn lebte. Auch die Gemeinschaft der Gemeindeglieder vermochte manche Maßnahme zu finanzieren. In Würzburg gelang so in den 1770ern die Fassung der Prinzipalstücke. Zwei Tafeln mit den Namen der Geber in goldenen Buchstaben wurden über der Sakristeitür aufgehängt. Einkünfte, kleinere, waren auf der Baustelle zu erzielen, indem man alte Materialien oder überschüssige Steine oder Stämme abgab. War der Bau fertig, dann verkaufte man die Kirchenstühle an die Gemeindeglieder, was die Kosten für deren Fertigung mindestens deckte. Die Neudrossenfelder Kirchenrechnung verbucht unter den Einnahmen 115 Gulden für die Männerstühle. Die Erlaubnis für den Ortsadel, einen Herrenstand oder eine Gruft einzurichten, bescherte ebenfalls Geld. Die Inhaber des Ritterguts Altenploß zahlten 60 Gulden, damit sie in Neudrossenfeld eine Familiengruft einrichten und 30 Gulden, damit sie einen Herrenstand und Kirchenstühle für ihre Bediensteten anschaffen konnten. Die Baukosten für Gruft und Empore trugen sie obendrein. 20 Gulden erlebte in Neudrossenfeld die Witwe eines 7 Jahre zuvor verstorbenen Geistlichen, ich zitiere, dessen Leichnam bei Einreisung der alten Kirche wieder ausgegraben werden müssen und wohlverdient bei dem Eingang in der neuen Kirche wieder begraben ist. Auf seine Ruhestätte in der Kirche ein Stein mit einem hölzernen Deckel geleget, auch zu seinem Gedächtnis ein Stein hinter den Altar aufgerichtet werden dürfe. Dass eine Loge für den Markgrafen oder für seine örtlichen Beamten von der Kirchenstiftung geschaffen würden, wurde in Amtsorden erwartet. Aber zuweilen, um der gebeutelten Gemeinde unter die Arme zu greifen, übernahm eine staatliche Kasse die Kosten. In Lichtenberg bewilligte die Hofkammer 1743 jedoch nur 2/3, was den dortigen Amtmann aufbrachte. Er denke gar nicht daran, den Rest aus seiner Privatschatulle zu zahlen. Großzügiger zeigte sich die Hofkammer 1785 in Schwarzenbach am Wald. Hier verfing das Argument des dortigen Amtmanns, auch die Ortsadligen und die Gemeindeglieder hätten ihre Plätze selbst finanziert. Allerdings bestand der Markgraf darauf, dass die Amtsloge staatliches Eigentum sein und bleiben müsse. In Wunsiedel verzichtete Markgraf Friedrich Jahre nach der Weihe der Kirche auf den Ausbau seiner Loge, zumal er selten dorthin komme. Trotz der Opferbereitschaft der Gemeinden und einzelner Wohltäter hinterließ der Bau manche Kirchenstiftung überschuldet. In Wunsiedel verschlang er bis 1740 12.745 Gulden. Die Kirchenstiftung sah sich noch vor Vollendung der Ausstattung einer Schuldenlast von 5.000 Gulden gegenüber.
Wohl oder übel musste der Bau der Turmobergeschosse warten. Sie wurden erst 1770 ausgeführt, nach über 30-jähriger Pause. Bei anderen Kirchen verzichteten die Verantwortlichen darauf, die Raumzieher sogleich zu vollenden. St. Johannes wurde 1745 fertiggestellt, aber erst 30 Jahre später stuckiert. In Würzburg blieben nach der Weihe von 1746 Altar und Kanzel für 32 Jahre ungefasst, also holzsichtig. Auf Einsparungen war nicht nur die Obrigkeit, sondern auch die jeweilige Gemeinde bedacht. In Wunsiedel blieb auf Betreiben der Bürgermeister der spätgotische Chor stehen, obwohl er für den Amtshauptmann gar nicht zum Neubau passte. Zitiere, halb neu und halb alt, das Alte mit Pfeilern angelegt, das Neue aber ohne Pfeiler, jenes eckigt, dieses rund. Bemerkenswert in Wunsiedel der Dialog zwischen Superintendent und Markgraf, als der anlässlich eines Jagdaufenthalts im Fichtelgebirge die Baustelle besuchte. Herr Superintendent, die Kirche ist zu klein gebaut. Antwort: Ihr hochfürstliche Durchlaucht, wir haben nicht größer können bauen, weil wir kein Geld gehabt und ohnehin über 1000 Taler schuldig sein. In Lichtenberg war geplant, die neue Kirche auf dem Burgberg zu errichten. Doch der Ertrag der landesweiten Kollekte blieb mit 1292 Gulden weit hinter den Erwartungen zurück. So setzten die Lichtenberger unter Verweis auf die erhebliche Einsparmöglichkeit mühelos in Bayreuth durch, dass sie den Neubau am alten Platz errichten durften. Wenn schon der Markgraf sich nur zurückhaltend an den Kosten beteiligte, nahm er dann wenigstens Einfluss auf die künstlerische Ausstattung. Dies geschah wohl allenfalls indirekt, indem manchen Handwerkern ein Privileg auf öffentliche Arbeiten in einer Amtshauptmannstadt oder Schaft oder im ganzen Markgraftum verliehen wurde. Dabei ging es allerdings um den Handwerker, nicht um die Kirchen. In Würzburg wollte der Pfarrer die Fassung der Prinzipalstücke 1772 einem Kulmbacher Maler überlassen. Da widersprach die Regierung. Hofmaler Wilhelm Ernst Wunder habe das Recht, dass ihm alle Kirchenmalerei übertragen werde. Es geschah nicht. Am Ende erhielt ein paar Jahre später ein anderer Kulmbacher den Auftrag, der für die Amtshauptmannschaft Kulmbach ein entsprechendes Vorrecht besaß. Der Markgraf selbst hielt sich auch hier zurück. 1739 wandte sich der Bayreuther Hofmaler und Hofstaffierer Nikolaus Friedrich Knorr an ihn. Er, Knorr, habe erfahren, dass, wörtlich, auf das künftige Frühjahr die Kirche zu Wunsiedel gemalet und in Glanz vergoldet werden solle. Und damit möge man ihn, Knorr, beauftragen. Es sei ihm, wieder wörtlich, ungemein vorteilhaft, wann ich zu solchen Zeiten, da ich mich hier wohl abmüßigen kann, also wo ich in Bayreuth entbehrlich bin, und nichts zu verrichten habe, dennoch ein Stück Brot auswärts zu verdienen Gelegenheit habe. Der Markgraf gab den Brief an den Amtshauptmann weiter mit einer eher matten Empfehlung. An die Arbeiten, um die Knorr sich bewarb, war freilich gar nicht zu denken. Der Wunsiedler Kirchenstiftung fehlte das Geld. Das werde noch viele Jahre dauern, bis die inwendige Auszierung der Stadtkirche umgesetzt werde, meinte der Amtshauptmann. Damit war für den Markgrafen die Sache erledigt. Markgrafenkirchen.
Gewiss hatte im absolutistischen Fürstenstaat der Landesherr den Kirchenbau zu genehmigen. Gewiss nahm sein Bauamt, seine Hofkammer, sein Ministerium Einfluss. Aber andererseits ist dem zuzustimmen, was Klaus Raschzog schon 1988 beobachtete, dass nämlich, jetzt wörtlich, trotz des Initials F an dominierender Stelle unter Markgraf Friedrich und wohl auch unter seinen Vorgängern und Nachfolgern kein direkter finanzieller und konzeptioneller Beitrag des Landesherrn erfolgte. Die Rolle des Superintendenten Johann Christoph Silchmüller ist demgegenüber von Helmut Meisner und Manfred Vogt herausgestellt worden. Zitiere Meisner: Viele Kirchen verdanken seiner Zähigkeit, der Vielseitigkeit seines Wissens und der gewaltigen Schaffenskraft ihr glanzvolles Dasein. Ohne Frage richtig. Und doch sollte man die Bedeutung dieses einen, wenn auch hervorragenden Theologen nicht überschätzen. Er war nicht der einzige Superintendent im Markgraftum und sein Wort hatte in Bayreuth nur begrenzt Gewicht. Es scheint an der Zeit, die Rolle der Kirchengemeinden stärker zu würdigen, wie dies heute Morgen Markus Mühlnickel schon getan hat. Die Gemeindeglieder, die Kirchenpfleger allen voran, erwirtschafteten über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, die erforderlichen Mittel. Sie minderten durch unvergütete Fuhrdienste die Kosten, sie sammelten Spenden. Aber mehr noch, die Gemeinden scheinen den Bau in so manchem Fall initiiert und einen gewissen Aufwand erstrebt zu haben. Die Triebgaster, die Neudrossenfelder, die Banker, die Bindlacher, sie wollten wohl repräsentative Architektur und prächtige Raumzieher. Sie haben sie bekommen. In ihren Häusern konnten sie mit stolzen Schlossanlagen nicht konkurrieren. Aber ihr Gotteshaus stellt sich herrschaftlichen Bauten selbstbewusst an die Seite. Den herrschaftlichen Bauten, die die Kirchengemeinden zu einem Gutteil unfreiwillig mitfinanzierten. Markgrafenkirchen. Bestenfalls formal. Eher sind es wahre Gemeindekirchen. Den Gemeinden nicht gegeben, sondern von den Gemeinden erarbeitet und errungen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Liebeserklärung an die Kirchengemeinden. Und so ist es ja auch heute, wenn wir Kirchen zu renovieren haben, restaurieren haben. Ohne die Kirchengemeinden geht es ganz gewiss nicht. Ohne die Kirchensteuern und eben auch ohne die Spenden nicht. Da ist eine gewisse Kontinuität da. Es bedarf eben der Liebe der Gemeinde zu ihrem Gotteshaus. Ja, jetzt haben Sie vielleicht Fragen, die Professor Diepold gerne beantworten wird. Gibt es Fragen? Ich habe jetzt meine Brille nicht auf. Lieber Günther, komm vor. Sehe ich richtig? Helmut? Ja, Helmut Hofmann. Mich bitte. Interessiert das Ergebnis dieser Kollekte dieses weitgereisten Mannes, wenn da nur 50% übrig bleiben, was hat die Gemeinde überhaupt eingenommen? Naja, die Hälfte, ne? Ja. Weniger als die Hälfte, weil ja noch die Unkosten auch von der Gemeinde getragen werden. Also man wird wohl sagen, wir sind vielleicht 45%. Offen gesagt weiß ich es nicht. Und das hat vielleicht nicht einmal primär
mit der Quellenlage, sondern mit meiner Unzulänglichkeit zu tun, denn ich habe eines vor diesem Vortrag nicht mehr geschafft, das mache ich vor der Veröffentlichung aber noch, nämlich die Kirchenrechnungen im Bank anzuschauen. Ich habe die in Neudrossenfeld gesehen, dank dem Kollegen Mühlnickel auch die in Treptast, aber die in Bank fehlen mir noch. Eigentlich müsste es als Einnahme verbucht sein. Wenn ich es weiß, steht es in dem Aufsatz, der erscheinen wird. Im Moment weiß ich es leider nicht. Aber es muss beträchtlich gewesen sein, weil in Benk ja, anders als zum Beispiel in Wunsiedel oder in St. Johannes man sehr schnell auch an die theoretisch verzichtbaren Arbeiten gehen konnte. Also das heißt, man hat dann sehr schnell eine Orgel von Hofer Orgelbauern bauen lassen, man hat sehr schnell Andreoli stuckieren lassen, man hat sehr schnell Lohe die Altäre, die Kanzel marmorieren lassen und bemalen lassen, man hat die Emporenbrüstungen bemalen lassen, das alles innerhalb von weniger als 10 Jahren nach Fertigstellung des Rohbaus. Da haben andere, größere Gemeinden weit länger gebraucht. Also der Reinhard muss gut gewesen sein. Weitere Fragen? Bitte. Wo kamen denn die Zimmerleute, die Maurer, die Steinmetzen her? Von dem Dorf können die ja nicht gekommen sein. Jein, sage ich mal. Also zum Beispiel gab es einen Zimmermann, wenn ich mich recht entsinne, namens Bär, der auch in Neudrossenfeld saß, der beispielsweise, wenn ich es recht im Kopf habe, auch für Treptgast gearbeitet hat. Oder auch für Bindlach bin ich jetzt überfragt, in der Regel Bayreuther. Also die Chefs auf der Baustelle Bayreuther, man muss sich ja vorstellen, dass es in der Zeit doch leistungsfähige Maurerbetriebe gegeben hat, Bauunternehmen, kann man heute fast sagen, gegeben hat, die dann gleich mit einem ganzen Trupp Gesellen angerückt sind und ausgeführt haben. Also man muss sich vorstellen, der Meister, wenn es ein ganz großer Betrieb war, hat er dann noch Poliere für seine einzelnen Baustellen gehabt und dann noch zig bei ganz großen Baumeistern wie den Dienstenhofer, wissen wir, die haben zeitweilig 200 Gesellen auf ihrer Lohnliste gehabt. Das heißt, das sind die Taglöhner, die getragen haben, Wasser getragen haben, die Mörtel gerührt haben und so weiter, noch nicht mitgerechnet. Also da gab es schon ziemlich große Strukturen. Und wie gesagt, Bayreuth ist da natürlich der Punkt, beziehungsweise dann eben auch Kulmbach, dann eben auch Wunsiedel, also die Amtshauptstädte haben schon eine gewisse Zentralität, oder der Maler Lehr aus Hof beispielsweise wäre zu nennen. Also man kann schon sagen, dass die 4 oberländischen Amtshauptstädte auch die Zentren dieser Fachhandwerker waren. Ja, bitte. Ja, ich bin jetzt ganz enttäuscht, dass man da sagt, Markgrafenkirchen, wenn die Markgrafen sozusagen gar nicht bezahlt haben. Können wir da nicht noch ein bisschen umnennen? 2021 und sagen Gemeindekirchen. Ist natürlich nicht unbedingt ein Begriff, der markentauglich ist, aber ich glaube, man muss schon eins wissen. Also heute Morgen hat ja der Kollege Mühlnickel Screenshots von dem Film, der gedreht worden ist, mit ganz liebenswürdig wirkenden Schauspielern, wo dann der Markgraf sich über Kirchenbaupläne beugt, und ich kann mich nur dem Kollegen Mühlnickel anschließen, das sind Bilder, die eine falsche Geschichte transportieren. Sondern wir müssen, glaube ich, vielmehr auch Geschichten, und es steht im Übrigen einer Republik und einem demokratischen Gemeinwesen ohnehin an. Wir müssen die Geschichten auch der kleinen Leute erzählen, die sich hier eben, ja, so wie der Markgraf sich seine irdischen Paläste baute, die hier Gottes Paläste gebaut haben. Oder man könnte ja sagen, die Kirche in der Markgrafenkirche.
Bitte. Wie groß war denn der Einfluss des Maiglauben auf die Hanselaltäre? Dass also Hanselaltäre, die den Maiglauben bilden, sind? Der ist im Prinzip nicht erkennbar. Es gibt, man mag mich verbessern, keine Äußerung von Friedrich oder von Wilhelmine oder von Georg Friedrich Karl oder von anderen, die gesagt hätten, bau das so oder bau das anders. Also das sind keine Entscheidungen, die offenkundig vom Markgrafen gefällt worden sind. Und wir sehen ja auch, dass es den konservativen Ansatz, also separate Kanzel und Kanzelaltar, parallel gab. Wobei übrigens eines immer auch zu bedenken ist. Man darf nicht immer vermuten, dass hinter solchen Dingen die große Theologie steckt. In den Bauakten, die bei der Regierung oder bei der Hofkammer, ich habe es jetzt nicht im Kopf, die auf jeden Fall in Bayreuth über die Wunsiedler Stadtkirche und ihren Wiederaufbau erwachsen sind, wird eines deutlich. Da gibt es einen Grund, warum man den Kanzelaltar plant. Und zwar um Platz zu gewinnen, weil man da noch Stühle reinquetschen will. Also es sind manchmal auch so ganz banale Entscheidungen, wo man sagt, ach ja, nur ein Teil oder auch natürlich das liebe Geld, ich brauche dann eben das Altarblatt nicht mehr, weil ja dort der Kanzelkorb ist. Also das sind oft auch sehr pragmatische Erwägungen, es ist nicht nur die große Theologie, die dahinter steht. Und da dürfte wohl das Konsistorium, wenn wir mal von oben nach unten gehen, das Konsistorium, der Superintendent, der jeweilige Pfarrer, auch ein bisschen so die Stimmung am Ort, im Wohnsiedel sind es auch sehr deutlich die Bürgermeister, mitgeredet haben, was dann da kommt. Aber wie wirklich die Entscheidungsprozesse im Letzten laufen, warum der Handwerker und nicht der genommen wird, warum er Altar und Kanzel oder Kanzelaltar schafft, warum er Taufstein oder Taufengel anschafft, das ist im Einzelfall. Wir haben Trends, wir haben Moden, aber im Einzelfall, wie da die Entscheidung gelaufen ist, das entzieht sich, soweit ich es überblicke, unserer Kenntnis. Wir würden sowas dann wissen, wenn darüber gestritten worden wäre. Also wenn der eine beschwert, die wollen da einen Kanzelaltar bauen, wollen wir aber nicht, dann wüssten wir was. Aber scheinbar ist das ziemlich einvernehmlich gelaufen. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Es ist jedenfalls nicht von oben nach unten verfügt worden, weil wenn es nur von oben oktroyiert worden wäre, hätte sich irgendwann mal irgendjemand darüber beschwert. Noch Fragen? Ja, schön. Das, was Sie eingangs erwähnt haben, dieses Verdikt, ja, das gemeldet werden muss, ja, was er nicht sofort überraschen kann, wenn er nämlich Prioritäten setzen würde, wie Sie es in dem Fall Eremitage genannt haben. Und wenn wir die Bauzeiten der fürstlichen Bauten betrachten, erkennen wir sicherlich im Vergleich zu dem, was Sie genannt haben, als übliche Bauzeiten plus Nachbau, dass es diese Priorisierung eindeutig nicht gab, geben muss. Offenkundig. Aber könnten Sie noch andere Beispiele nennen oder haben Sie da jetzt nur diesen einen Fall, wo ganz klar erkennbar wird, Eremitage, da holen wir uns das Kapital? Das ist schwer zu sagen. Also Markgraf Friedrich wendet ja verschiedene Methoden an, um seine Repräsentation, also das sind ja nicht nur die Bauten, das ist ja der Hofstaat, ich meine, das ist das Teuerste, was du als Fürst machen kannst, ist in der Reihenfolge von teuer nach billig, Krieg führen, großen Hofstaat halten, groß bauen. Und großen Hofstaat halten und bauen, das hat Friedrich getan, man muss sich ja vorstellen, in einem Gemeinwesen von vielleicht 150.000 Menschen. Der hat auch unterschiedliche, auch nicht ganz saubere Wege gewählt, das muss man auch sagen. Der hat
zum Beispiel Münzbetrug begangen. Mit Hilfe seines Hoffaktors Moses Seckel, das heißt, man hat den Silberanteil der Münzen verschlechtert, sodass der Bayreuther Gulden also weniger Silber enthielt, wie zum Beispiel der böhmische oder der bayerische Gulden. Dann hat man umgetauscht, Gulden gegen Gulden, und hatte plötzlich mehr Silber. Und wenn Sie das im großen Stil machst, lohnt sich das schon. Das war zwar kriminell nach Reichsrecht, aber ist halt trotzdem passiert. Die Zwangsanleihen bei den Kirchengemeinden, die natürlich von dem Geld lieber ihre eigenen Kirchenbauten errichtet haben. Man merkt übrigens auch im Vorfeld, das habe ich nicht erwähnt, im Vorfeld der Kirchenbauten geht auch das Spendenaufkommen hoch. Also die Leute tun durchaus was für ihre Kirche, dann wird es ihnen de facto weggenommen. Ich muss mal nachforschen, ob die Neudrossenfelder alles wieder gekriegt haben oder ob es da noch Regressforderungen heute gibt mit Zins und Zinseszins. Ich glaube aber, dann war ich Ehrenbürger von Neudrossenfelder. Das sind Dinge, die der Markgraf getan hat, um seine Repräsentation zu finanzieren, wobei man immer noch sagen muss, mir ist immer lieber Anertrag der Lumberei, und es bleibt so etwas Wunderbares übrig, wie die Eremitage, wie Saint-Paré, wie das neue Schloss. Es wird heute manchmal Lumberei getrieben, und dann bleibt ein großes Auto übrig, das in 100 Jahren nur noch ein Batzen Rost ist. Da ist mir dann das schon irgendwie sympathischer. Aber es ist nicht die Aufgabe des Historikers zu werden. Ich würde Ihnen aber, um auf Ihr Grundargument einzugehen, Recht geben, wenn der Markgraf Friedrich dieses eingangs erwähnte Edikt erlassen hätte. Es war aber genau sein Vater, der Georg Friedrich Karl, der ja den Hofstaat, der unter Georg Wilhelm ungemein aufgeblasen war, ne? Sie wissen schon, bis hin zu den Matrosen hier in St. Georgen und den Seeschlachten und so weiter, der hat diesen Hofstaat ja radikal reduziert, hat die Musik bei Hofe de facto eingestellt und hat im Grunde das Einzige, was der groß gebaut hat, überspitzt gesagt, war das Waisenhaus in der Friedrichstraße. Also das heißt, da war die Priorisierung gar nicht so nötig. Ich glaube, der war eher Überzeugungstäter, dem ist es wirklich darum gegangen, die Kirchen zu... Es ist ja auch der Markgraf, der Silchmüller als Oberhofprediger oder Hofprediger sich holt, unter dem Silchmüller Einfluss hat. Man müsste eher überlegen, ob nicht dieser Einfluss aus Richtung Halle vielleicht ein bisschen das Werden der Kanzelaltäre befördert hat. Aber das ist, wie gesagt, nicht mein Thema, das sollen Kunsthistoriker haben, sollen auch sagen. Ich würde nur gerne noch den Aspekt hinzufügen, dass natürlich durch die Handwerker, die gebunden wurden durch die Fürstenbaut, natürlich auch eine große Verdrängung und auch eine Priorisierung zugunsten der Repräsentation in Tausch stand. Natürlich. Das muss man, denke ich, sehen. Natürlich, das ist so, da waren wirklich war hochentwickeltes Hofhandwerk da, und das hat ja den Kirchen auf dem Land, je näher am Bayreuth, desto mehr, ja auch ermöglicht, diese ungemein wertige Raumzieher zu schaffen. Umgekehrt hat aber die Beauftragung dieser Hofhandwerker, und das sehen wir ja am, wenn auch nicht zustande gekommenen Fall Knorr in Wunsiedel, auch ermöglicht, dass die da geblieben sind. Weil wenn du als Stuckator zwei Jahre nichts zu stuckieren hast, drückst du in das Wohnzimmer von irgendeinem Bürger, dann gehst du. So aber durch diese Großaufträge in den Kirchen bleibst du. Also da haben sich der Hof und die Kirchen auch wieder gegenseitig eigentlich befruchtet. Die Kirchen haben vom Hofhandwerk, von der Anwesenheit profitiert, aber durch die Kirchenaufträge sind die Hofhandwerker auch geblieben. Also Win-Win könnte man sagen, wenn man es positiv wenden will. Soweit? Soweit. Danke. Okay. Ich noch eine? Ja. Wir hören jetzt das Moderator. Thank you.
Dieser Abend findet, wie das ganze Symposium, im Rahmen eines großen Liederprojektes statt. Und in diesem Liederprojekt ist noch viel mehr möglich. Geschieht viel mehr. Zum Beispiel, dass für jede der beteiligten 59 Kirchen jeweils ein wunderschöner, informativer Flyer entsteht. Alle Texte dieser 59 Flyer sind durch eine Person erstellt. Da sitzt er, unser früherer Dekan von Bayreuth, Hans Petz, der eben auch 3 Jahre lang die Projektstelle zur Erschließung der Markgrafenkirchen innehatte, und jetzt ist er im Ruhestand und macht einfach ehrenamtlich weiter. Das verdient hohen Respekt. Den hast du, lieber Hans. Und es geht voran. Von diesen 59 Flyern sind inzwischen 33 gedruckt, 18 direkt vor der Drucklegung und 8 in der Abstimmung, Letztabstimmung mit der jeweiligen Kirchengemeinde. Alle transportieren die Schönheit, die Besonderheit und die Botschaft der jeweiligen Markgrafenkirche. Kunst kann einführen, Kirchenkunst kann einführen in den christlichen Glauben. Vor allem, wenn es so einfach und klar und bildhaft beschrieben ist, wie in diesen Flyern. Und nun ergibt es sich, dass just vor diesem Abend hier nicht der Flyer der Ordenskirche fertig geworden ist, den hat die Kirchengemeinde bereits. Gibt es überhaupt noch Exemplare? Aber ihr habt ja noch die wunderbare und vielen gar nicht so bekannte Stiftskirche. Und da ist jetzt unmittelbar vorher der Flyer fertig geworden. Und den habe ich druckfrisch dabei und den darf ich dir, lieber Frieda, das sind die ganzen Kartons von den 2000 Stück, jetzt wenigstens ein paar davon überreichen mit Freude. Und ich glaube, manche werden dann gleich auch Ihnen noch zugehen und einen erbitten. Vielen Dank. Ja. Ja, bitte. Ja, herzlichen Dank an dich, liebe Dorothea, dass ich heute aus deiner Hand diesen Flyer empfangen dürfte. Ich habe ja persönlich ein bisschen mitgearbeitet, aber der Hauptdank gilt natürlich dem Markgrafenteam und insbesondere, ist es schon gesagt worden, Ihnen, Herr Petz. Das ist ein weiterer Baustein, um die Aufmerksamkeit auf die Stiftskirche zu lenken, ein verstecktes Rokoko-Kleinod, das es neben der glänzenden Ordenskirche in vielfacher Weise nicht ganz leicht hat. Der Text von dem Flyer beginnt mit dem schönen humorvollen Satz: Georg Christoph von Grafenreuth war ein Fan von Markgraf Georg Wilhelm. Ja, wenn Fantum solche schöne Früchte zeitigt, wie die Stiftskirche, dann haben wir Fans gerne, glaube ich. Ja, für die Ordenskirche liegt der Flyer vor, ist auch am Ausgang mitzunehmen. Ich habe auch gesehen, auch die ganzen anderen Flyer sind hier erhältlich, wer sich für einen interessiert. Ich möchte vielleicht dann noch sagen, wer sich darüber hinaus, die Flyer sind ja für Menschen, die sich zum Beispiel touristisch für unsere Kirchen interessieren,
Wer darüber hinaus zum Beispiel über die Ordenskirche, Baugeschichte und vor allem über das Bildprogramm was wissen möchte, der kann sich gerne in unsere Ordenskirchenseite www.ordenskirche.de einwählen. Da habe ich die ganzen Sachen dokumentiert. Übrigens auch der neue Flyer ist schon online. Und das Internet hat einen großen Vorteil. Ich kann die Sachen, die ich da eingestellt habe, ständig aktualisieren. Das heißt, das, was jetzt da drin steht über die Ordenskirche, das hat mit dem, was vor 10 Jahren in unserem Ordenskirchenbuch drin steht, nur noch rudimentär was zu tun. Das ist eben so, irgendwann muss gedruckt werden und dann liegt das Zeug fest, aber beim Internet, das ist wirklich der große Vorteil, da kann man ständig die neuesten Erkenntnisse und Beobachtungen eintragen. Ja, soweit dazu nochmal vielen, vielen Dank für die ganze Arbeit und für die ganze Mühe und ja. Danke dir, lieber Frieder, und außerdem hast du verschwiegen, wie viel du von dieser Kirche her weißt. Und wer vielleicht mal eine Familiengruppe oder eine größere Gruppe hier reinführen will, Frieder Jenes wird diese Welt hier aufschließen. Und manches entdeckt man auch wirklich erst, wenn man darauf hingewiesen wird. Und dann redet sie vom Glauben. Ja, es geht um Kirchen und inzwischen dürfen wir wieder singen, aber ich dachte, ich lese uns wenigstens ein Lied vor als Abschluss. Es ist ein Bittlied um Segen und den werde ich dann auch zusprechen. Es ist nicht entstanden in einem Markgraftum, aber wenigstens in dieser Zeit. Von Gerhard Terstegen. 1745. Vielleicht stehen Sie jetzt gleich auf und dann kommt der Segen auf den Stuhl. Nun sich der Tag geendet, mein Herz zu dir sich wendet und danket inniglich. Dein holdes Angesichte zum Segen auf mich richte. Erleuchte und entzünde mich. Die Zeit ist wie verschenket, drin man nicht dein gedenket, da hat man's nirgends gut, weil du uns Herz und Leben allein für dich gegeben, das Herz allein in dir auch ruht. Ich schließe mich aufs Neue in deine Vatertreue und Schutz und Herze ein. Der Finsternisgeschäfte und alle bösen Kräfte vertreibe durch dein Nahesein. Dass du mich stets umgibst, dass du mich herzlich liebest und rufst zu dir hinein, dass du vergnügst alleine, so wesentlich, so reine, lass früh und spät mir wichtig sein. Ein Tag, der sagt's dem anderen. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Auf diesem Weg, durch die Zeit, in die Ewigkeit, segne und behüte euch alle. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.